ich den Flughafen Schönefeld sehe, der jetzt vor einem knappen Monat dann eröffnet worden ist und wo wir über viele Jahre eigentlich nur noch geschmunzelt haben, dass wir nicht dazu in der Lage sind, dass aber ein wirklicher Skandal ist, dass ein Industrieland noch nicht mal so etwas hinbekommt, habe ich den Eindruck, wir haben uns an diese Schlampigkeit schon gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Straßen teilweise nur noch mit SUVs befahren werden können, weil die Schlaglöcher zu tief sind. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die öffentliche Einrichtungen permanent mit Graffitis versaut sind, dass Rolltreppen im öffentlichen Raum nicht funktionieren. Das ist eine Entwicklung, wo ich sage, da kann man über Jahre und jetzt Jahrzehnte die Menschen dran gewöhnen. Man kann sie wirklich dran gewöhnen, dass hier permanent nichts funktioniert. Man kann sich dran gewöhnen, dass wir nicht in der Lage sind, so einen Flughafen hinzubekommen. Wenn Sie sich den da anschauen in Schönefeld, also in Helsinki ist der, glaube ich, größer. Das ist mein Eindruck. Und die haben ihn schneller hinbekommen. Da heißt also, Failed State würde ich nicht sagen, nur wir können es in vielerlei Hinsicht nicht mehr. Uns ist es aberzogen worden. Es ist teilweise wohl politisch auch nicht gewollt worden, dass wir es können. Und viele haben sich daran gewöhnt. Und ich muss sagen, ich bin vielleicht in der Hinsicht doch froh, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo ich mir sagen kann, ich weiß noch, dass es mal anders war. Wir konnten es noch. Und ich meine, wir waren mal erste Klasse gewesen in der Welt. Wir werden dann vielleicht noch immer in der Weltgeschichte vollmundig herumreisen und Unterstützung anbieten, die allerdings auch niemand mehr braucht, weil das letztendlich auch alles rostig ist. So Leute, da haben wir den Salat, ne? Da haben wir den Salat. Da ist uns mal richtig der Spiegel vorgehalten worden. Uns, also Deutschland. Schland, Schland, Deutschland. Aber ich sage es nochmal, hier und jetzt. Wir sollten in unserer positiven Energie bleiben. Es geht jetzt tatsächlich vor allen Dingen um die positive Energie. Jo. Ne? Positive Energie. Gehst du nach Aldi, Sonderangebot, positive Energie. Nimmst dir gleich drei Eimer voll mit, stellst sie zu Hause auf und dann kannst du loslegen. Ne? Positive Energie. Ja, und dann habe ich ja noch einen Test gefahren. Dies ist also jetzt eine Aufnahme mit dem Huawei P20 Pro, ja, wo ich da mehr oder weniger im Selfie-Modus bin. Und dann habe ich eine Aufnahme gemacht mit der HP Workstation. Da ist eine Logitech-Kamera dran geklemmt. Können wir uns jetzt mal anhören oder angucken, beides. So Leute, ihr braucht hier gar nicht erst groß einsteigen. Hier wird sich nicht sehr viel tun. Ich probiere nur aus, wie eine Aufzeichnung, vor allen Dingen auch dann für einen Livestream, sich macht, wenn ich hier die HP Workstation benutze. Und dann will ich, wenn ich wirklich live gehe, will ich noch etwas ausprobieren, nämlich hier. Ja, soviel ich weiß, hat das noch keiner gebracht. Eine Telefonnummer bekannt geben, über die man mich während eines Livestreams eventuell erreichen kann. Müsst euch diese Nummer also dann merken. 0176 6526 1718. Über die Nummer könnt ihr mich erreichen. Und wenn ich das Gespräch annehme, müsst ihr gleichzeitig dann, ihr müsst euch melden unter dem Namen, indem ihr dann rechts in dem Chat seid. Und ihr müsst dann in dem Chat, müsst ihr dann bestätigen, jawohl, ich bin's. Also, dass ihr da gerade anruft, du da gerade anrufst, sie da gerade anrufen. Ne? So, das war jetzt also hier ein Test. Der ist also jetzt offline aufgezeichnet worden. HP Workstation, ein dickes Ding mit Xeon-Prozessor.
Und die Kamera ist hier von Logitech. Die habe ich hier unten unterm Bildschirm irgendwo so an einem Klötzchen dran geklemmt. Ne? Ja, das war's dann. Ne? Machen wir hier ein Ende. Abschließend nun eine Aufnahme mit dem Power Pro, ja, Appleken. Da habe ich noch kein Programm installiert, um direkt eine Aufnahme zu machen und abzuspeichern, sondern da ist im Moment nur möglich, dass ich da einen Live-Chat mache. Diesen habe ich jetzt gemacht als nicht gelistet, in der Absicht, das Video nachher herunterzuladen und mit den anderen Videos zu verarbeiten. So, da habe ich jetzt Gelegenheit, kann ich meinen Spruch loslassen, euch zu bitten und zu ermahnen, nehmt euch in die Arme, drückt euch Leute, habt euch lieb, gebt die Hoffnung nicht auf, bastelt euch irgendeine Form von brauchbarer Zuversicht, keine Ahnung, aber irgendwie schafft ihr das schon und kämpft für die Kinder, ne? Für die Kinder kämpfen. So wie das jetzt im Moment läuft, können das ja nur so Zombie-Soldaten werden für eine Zukunft, in der ja, die Menschen von der Politik mehr oder weniger gehandhabt werden wie eine Modelleisenbahn. Alles nach Plan. Okay. Aber wir schaffen das schon, ne? Okay, tschüss. Covid-19 flieg, dein Schöpfer ist im Kriege auch mit Söderland. Söderland ist abgebrannt, Covid-19 fliegt.